herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Wir machen heute so eine coole, natürliche, farbenfrohe, herbstliche Deko für den Tisch oder für ein Sideboard oder auch für ein Mitbringsel, wenn ihr wo eingeladen seid. Erdgeflüster. Dazu brauchen wir jede Art von Beeren, Früchten. Dann habe ich selber die Kränzchen gemacht, hier zum Beispiel von einem Ausläufer von der Minze oder die Blauregenringe, die sind ganz schnell gemacht. Dann kleine Tontöpfe, auch einen größeren. Dann brauchen wir Zierkürbisse und die werden wir uns gleich jetzt holen vom Stangenbohnen-Rankgerüst. Ja, jetzt haben wir alles, was wir brauchen und es ist so herrlich, in den Garten zu gehen und die schönsten Früchte zu ernten. Jetzt im Herbst, das ist für mich die allerschönste Zeit. Alles leuchtet so in den schönsten Farben, einfach ein Traum. Hier habe ich jetzt auch den Liebesperlenstrauch. Diese Perlen halten ganz, ganz lang bis in den Winter hinein, natürlich. Die herrlichen Hagebutten und da schneide ich nicht nur die roten ab, sondern ich habe auch noch einige Sträucher, die noch so grün und ganz leicht sich erst verfärben, denn die schauen auch richtig toll aus. Ja, die Kränzchen habe ich ja schon vorgemacht. Hier habe ich zum Beispiel die Frucht vom Milchorangenbaum, eine super Dekokugel, hält auch sehr, sehr lange. Meine Lieblinge, die Mandarinenkürbisse, die weißen und die orangen, die schauen so, so toll aus. Zieräpfel natürlich, dann auch, das ist der Stacheldraht, denn sowas Graues macht sich auch richtig toll. Und dann, genau, das dürfen wir nicht vergessen, die Ziergurke, die schaut nämlich richtig toll auch aus. Und hier habe ich euch jede Menge kleiner Kränzchen vorgemacht aus dem Kugelamaranth, aus Beeren, aus Hortensien und von der Fettene, denn die brauchen wir dann. So, jetzt geht es schon los. Wir fangen gleich einmal mit dem kleinen Töpfchen an. Das sind ganz alte Töpfchen, brauchen nicht neu sein. Und jetzt geben wir hier eine Hortensie rein als Steckmaterial. Die schneiden wir hier runter, geben es dann ins Töpfchen hinein. Ihr könnt genauso gut so eine Holzwolle verwenden, funktioniert auch prächtig. Dann gebe ich hier ein Kränzchen herum, gebe entweder einen Kürbis oder die Milchorangenfrucht hier drauf und dann schmücke ich es noch ein bisschen mit den Beeren. Und fertig ist die Deko. Das geht ganz, ganz schnell und schaut irrsinnig toll aus. Apropos, wenn euch unsere Videos gefallen, dann würden wir uns sehr über ein Like freuen. Und danke für die netten, lieben Kommentare, die ihr immer wieder darunter schreibt. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Danke. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr die kleinen, farbenfrohen Kunstwerke in Szene setzen könnt. Zum Beispiel, wir nehmen an, das ist mein Tisch. Jetzt habe ich hier gleich einmal eine Holzkiste, eine ganz schmale, genommen. Und hier drei Töpfchen, eins bisschen höher, geschmückt mit den Kürbissen. Hier habe ich noch Moos hingegeben, denn das schaut immer gut aus. Und wenn euch das Kistchen jetzt stört am Tisch, dann könnt ihr es einfach so wegnehmen und woanders hinstellen. Und wenn ich es jetzt alle einzeln so aufgestellt habe, dann ist das eher ja, ein bisschen schwieriger oder ein bisschen mühsamer.
Und so geht das ratzfatz. Und hier die Besonderheit bei diesem Tablett, da habe ich die Töpfe gleich so gelassen mit dem Moos. Das schaut nämlich so toll aus. Schaut einmal, richtig cool. Ja, und da habe ich ein Kränzchen genommen, wiederum vom wilden Wein habe ich es gemacht, den Kürbis hinaufgesetzt und noch ein bisschen mit Berberitzenfrüchte geschmückt. Und fertig ist die herrliche Deko. Jetzt kommen wir zum nächsten. Da habe ich einen wunderschönen Topf mit einem herrlichen Kürbis wiederum bestückt. Und hier werde ich mir ein Kränzchen vom Blauregen hinlegen und einfach den Topf hier hineinstellen und schaut auch richtig toll aus. Und bei diesem Gebilde habe ich es nicht so bunt gemacht, sondern das ist eher so Ton in Ton. Das gefällt mir auch richtig gut. Und dieses Töpfchen wäre auch ein super Mitbringsel, wenn ihr wo eingeladen seid. Und die nächsten Varianten. Das sind die Töpfchen, die kleinen Töpfchen, Tontöpfchen. Diese Frucht ist eine Chayote. Und warum soll man sie nicht auch für die Deko verwenden? Man kann sie ja noch immer essen. Hier habe ich ein Kränzchen gemacht aus Pfaffenhütchen. Die sind schon ganz eingetrocknet. Die sind ja eigentlich für uns giftig, aber man isst sie ja nicht. Und dann habe ich hier noch ein paar kleine Zieräpfel hinaufgegeben und schaut richtig süß aus. Und da kann ich jetzt mehrere Töpfchen hinstellen und die Wirkung ist einfach einmalig. Und dieses kleine Töpfchen, da habe ich ein Kränzchen gemacht aus, ja, das sind alles Kugelamarante und in der Mitte ist die Ziergurke. Und die Ziergurke, die hält extrem lange, die hält über den ganzen Winter. Und da noch ein Töpfchen, auch mit der Ziergurke, mit einem anderen Kränzchen. Und ich finde, das schaut richtig süß und toll aus. So richtig herbstlich. Und da kann ich ja variieren, wie ich möchte. Und auch diese Kunstwerke sind ein Mitbringsel, wenn ihr wo eingeladen seid. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich so etwas bekäme als Gast oder als Gastgeberin. Und was ihr noch machen könnt, geh mir zur Seite, mit den Kürbissen, da legt ihr einfach ein Kränzchen hin und einen Zierkürbis drauf, dann noch ein Kränzchen, einen Orangenzierkürbis und auf der anderen Seite auch wiederum, na, das macht man so, falsch, der gehört in die Mitte. So gefällt es mir. Schaut auch richtig süß aus. So richtig lieblich. Und ihr könnt diese Gebilde genauso gut wieder in eine Holzschale geben. Dann braucht ihr es nicht immer wieder einzeln alles aufheben. Da hinein. Sie könnte noch ein bisschen schmäler sein. Entweder gebt ihr hier wieder Moos hinein, dass die Kränzchen noch besser zur Wirkung kommen und die Kürbisse. Und so könnt ihr es immer wieder wegtragen. Und ich finde, sie schauen richtig toll aus. Und ganz was Einfaches, wenn ihr eine Mühlenbeck hier habt, dann gebt ihr die einfach in einen Topf hinein, setzt entweder einen Kürbis drauf und fertig ist die herbstliche Deko. Und die Mühlenbeckia ist ja so richtig fröhlich und zart und ja, mir gefällt die ganz, ganz gut. Und sie ist ja, ja bedingt winterhart. Also wenn kein strenger Winter ist, kommt sie auch im Freien gut zurecht. Ja, jetzt habe ich euch einige Dinge gezeigt.
Ich glaube, es ist für jeden etwas dabei und der Herbst gehört einfach gefeiert mit den herrlichsten Früchten und Farben der Natur. Ich hoffe, ihr macht auch irgendein Töpfchen nach für euch zu Hause und tschüss, bis zum nächsten Mal.